So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte noch ein bisschen was zu Messerchen erzählen heute. Und ich versuche mich auch kurz zu fassen, damit nicht alle wieder schimpfen. Was wir hier sehen, sind drei Schweizer Messer. Mit dem wesentlichen Unterschied, dass eines davon kein Victorinox-Messer ist und auch nicht ein altes von Wenger. Wer Wenger noch kennt, die haben früher die Konkurrenz Schweizer Taschenmesser hergestellt zu Victorinox. Das da Victorinox kennt man, ne? Das Ding mit den roten Griffschalen, hat die schönen Funktionen, noch eine kleine Klinge, die Schere, den Dosenöffner, den Flaschen, hat mir eben hier am Fingernagel ein bisschen wehgetan, deswegen muss ich da vorsichtig sein, den Korkenzieher und den Universalhaken. Inzwischen weiß ich auch, wofür man den benutzt. Man kann damit diversen lustigen Unsinn anstellen. Das ist sozusagen, finde ich, das zivile Messer so für jeden Tag, für in die Stadt, gar nicht so sehr vielleicht für in den Wald. Und ein ziemlich kleines, kompaktes Taschenmesser. So, dann gibt es von Victorinox das große Outdoor-Taschenmesser, sage ich jetzt mal. Da haben sie auch verschiedene Modelle. Das hier, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls haben die im Regelfall dann die große Klinge, die arretiert. Die gibt es auch mit Wellenschliff. Das wäre dann das Soldatenmesser. Diese beiden Dinger hier, ne, das sind die gleichen wie am kleinen, nur vielleicht ein bisschen massiver. Und eine Säge. Die Säge ist natürlich schön, weil es vor allen Dingen eine lange, relativ große Säge ist. Und auf dem Rücken haben wir statt einem Korkenzieher den Kreuzschlitzschraubenzieher. Und das ist auch wieder schön, eine Ahle. Das sind also die Victorinox-Messer. Das meiner Meinung nach Outdoor-Modell für Holzarbeiten. Das habe ich jetzt hier in der Hand. Und das kleine für unterwegs, für die Stadt, für die Zivilisation sozusagen. So, und jetzt dieses Switzer-Messer. Und da muss man sagen, soweit ich das jetzt verstanden habe, haben die sozusagen jetzt auch angefangen, Messer zu produzieren. Ansonsten bauen die Uhren, die Firma Switzer, und wollen jetzt, wenn ich das richtig kapiere, das Konkurrenzmesser zu Victorinox quasi produzieren, nachdem es das Wenger-Messer nicht mehr gibt. Der wesentliche Unterschied zu dem kleinen Messerchen hier besteht jetzt erstmal darin, dass das Ding A, eine Säge hat und B, eine arretierende Klinge. Und die Klinge ist auch ein Ticken länger, wie man hier sehen kann. Ja, so ist es, glaube ich, ganz gut zu sehen. Also circa ein Zentimeter, vielleicht nicht ganz ein Zentimeter, ist die länger. Das Ding arretiert mit einem Linerlock, den kriegt man zu, entweder indem man hier reinfummelt und das Ding dann langsam zumacht und vorsichtig ist, dass man sich nichts einklemmt, oder alternativ, indem man auf das Kreuz drückt. Damit wird nämlich der Linerlock auch betätigt und dann kann man es erheblich besser zuklappen. Das wusste ich auch noch lange nicht, dass das mit dem Kreuz funktioniert. So, was hat das Ding sonst noch für Funktion? Einen Kapselheber, Kreuzschlitzschraubenzieher. Der ist jetzt eigentlich nichts Besonderes und hat hier noch so ein, wozu immer dieser blöde Drahtabisolierer vorhanden sein soll. Den haben die Messer hier allerdings auch, ne? Da kann man sehen. So, ich habe das Ding noch nie gebraucht, aber der ist halt dran. Dann haben wir hier den Advanced Dosenöffner. Leider habe ich keine Dose dabei, sonst könnten wir das mal ausprobieren. Der ist scharf, der ist durchaus sehr scharf. Der ist allerdings nicht viel schärfer als der von den Victorinox Messern. Diese andere Form ist sicherlich nicht schlecht. Der funktioniert mit Sicherheit. Ich habe ihn auch mal einmal, glaube ich, ausprobiert. Ja, doch, einmal habe ich ihn ausprobiert. Das ging eigentlich ganz gut. Funktion ganz vergleichbar mit den anderen. Also da sehe ich kaum einen Unterschied, außer dass der vom Design her halt ein bisschen anders aussieht. Und er hat vorne dran hier noch einen Schlitzschraubenzieher, einen kleinen. Jawohl. Dann hat das Ding halt keinen Kreuzschlitzschraubenzieher, sondern auch den Korkenzieher, so wie das hier, das zivile Messer, nicht wie das sogenannte Outdoor-Messer, das habe ich jetzt selber mal einfach eben so unterschieden, ist also da in der Hinsicht, ja, so ein bisschen ein Mittelding. Allerdings hat sie auf der Rückseite sonst keine Funktion mehr. Nur den Korkenzieher, da fehlt sonst eine weitere Funktion. Eigentlich frage ich mich, hätte man hier nicht noch eine Funktion einbauen können? Oder liegt das jetzt am Liner-Look von der Klinge, die ja entsprechend an der Stelle auch arretiert, dass das halt nicht möglich war. Ich vermute mal, daran wird es liegen. So, was das Teil dann noch hat, das ist hier so ein bisschen versteckt, ist auch eine Ahle, genau wie
dieses hier. Nur sitzt hier die Aale halt eben an der Seite und hier am entsprechenden Rücken. Und meiner Meinung nach wirkt die Aale hier ein wenig solider. Außerdem hat sie ein Löchlein, wo man auch eine Schnur durchziehen könnte. Man könnte damit also auch nähen. Und mit dieser Verbreiterung hier, damit man sie gut aufbekommt, wirkt sie einfach nochmal deutlich massiver und solider. Sie ist etwas kürzer. Sie ist auch sehr scharf angeschliffen. Das kann ich euch vielleicht mal ein bisschen... Ja, da kann man es ganz gut sehen. Also die macht qualitativ einen sehr hochwertigen Eindruck. Werden wir auch gleich natürlich noch ausprobieren. Und ja, das war es dann aber auch schon mit den Funktionen, fast mit den Funktionen, weil das Ding hat zwar keinen Zahnstocher, aber eine Pinzette ist auch drin. Die sitzt hier in diesem kleinen Löchlein hier, da. Und da kommt sie auch entsprechend wieder rein. Die funktioniert ganz gut. Achso, und der Unterschied besteht übrigens zu der klassischen Victorinox-Pinzette darin, dass die hier so leicht angeschrägt ist. Hat also eine leichtere, eine feinere Spitze, in Anführungszeichen, wenn man so möchte. Aber qualitativ ziemlich vergleichbar. Also da sehe ich jetzt keinen dicken, fetten Unterschied. Also diese Messer, die sind sich schon ähnlich. Das ist schon wirklich so, dass es da gewisse Gemeinsamkeiten gibt. Okay, wir machen mal einen kleinen Schnitztest. Ich habe hier ein Stück Ahorn. Nehmen wir es mal andersrum. Und stellen fest, natürlich ist das gute Victorinox-Messer hier, auch das Stadtmesser in Anführungszeichen, relativ scharf. Ziemlich scharf sogar. Und das schneidet auch gut. Es ist halt nicht feststehend. Und deswegen fühle ich mich persönlich immer ein bisschen unwohl, sobald ich da hinten den Finger drauf habe. Ob ich nicht aus Versehen, ne? Diesen hier. Ich für so Kleinigkeiten schneiden, mag ich das noch ganz gerne nehmen, aber tatsächlich auch wirklich nur für Kleinigkeiten wegen der fehlenden Arretierung. Da fühle ich mich sonst etwas unwohl. Deswegen ist dann natürlich das große hier erheblich angenehmer, weil das sitzt schön fest, da passiert nichts, das wackelt vielleicht ein ganz kleines bisschen, aber und von den Schneideigenschaften, abgesehen davon, dass die Klinge länger ist, ganz vergleichbar. Wenn wir mal jedes Ästchen entsorgen. Und das ist schon auf jeden Fall ein schönes Schnitzmesser. Da kann man wirklich gut mit arbeiten. Auch eben gerade die Klingenlänge ist natürlich sehr ideal. Ich mag die Klingenform mit dem Flachschliff. Ich mag ja Flachschliffklingen sehr gerne. Bin kein so ein Scandi-Schliff-Fan. Und ja, also definitiv ein schönes Messerchen. Und das Ding hier, das ist für mich halt wirklich so ein Mittelteil. Es ist einerseits klein, man kann es gut mitnehmen. Andererseits hat es eine arretierende Klinge, ist nicht gleich so groß und schwer, das ist auch relativ leicht. Und, aha, also da ist natürlich jetzt der Ast im Weg. So im Direktvergleich, oh doch, ja, oh. Das ist, oh yeses, das ist tatsächlich noch ein bisschen schärfer. Ja. Das beißt ja richtig fies ins Holz. Ich habe das so im Direktvergleich noch gar nicht erlebt, dass das doch so ein deutlicher Unterschied ist. Ja, also doch, da muss man sagen, ja, das machen wir nochmal mit dem Großen. Ha, auch sehr ähnlich, sehr ähnlich. Sehr ähnlich. Ja, das ist... also es ist schon sehr scharf. Es beißt schon wirklich gut. Also tendenziell vielleicht ein kleines bisschen besser. Vielleicht. Andererseits, von der Handhabung her liegt es nicht ganz so gut in der Hand, wie das hier, einfach weil es größer ist. Also die Größe ist da ein Vorteil, auch mit dieser Fingermulde hier, die mehr oder weniger dadurch entsteht, dass er halt eben dieses Ding noch ist. Das liegt einfach schöner in der Hand, fühlt sich angenehmer an. Hier habe ich durch die Säge, die hier verbaut ist, fühlt sich das ein bisschen rau. Da würde man, wenn man damit viel schnitzt, möchte ich gerne Handschuhe anziehen, weil der Sägerücken hier ist scharfkantig. Man kann damit auch einen Feuerstil anreißen, machen wir gleich. Und es ist halt ein bisschen klein vom Griff her für meine Hände jetzt, aber ja, das ist halt eben so. Es ist halt ein kleines Messer. Aber dafür Schneideigenschaften wirklich ganz hervorragend.
Machen wir mal den Sägevergleich. Ich mache das jetzt, versuche das mal einfach mal auf freie Hand. So gut das halt eben geht. Naja, also unter den Bedingungen, wie ich jetzt gesagt habe, das war natürlich nicht so optimal, aber wir machen es ja mit beiden Messern gleich. Es geht, es ist ziemlich anstrengend, dafür gibt es einen sehr schönen Schnitt, wenn ich das in der Mitte jetzt nicht noch weggebrochen hätte. Also die Schnittfläche ist schön, muss man sagen. Okay, nehmen wir mal die Alternative. Das kleine hier hat ja überhaupt keine Säge, das fällt sozusagen weg. Ja, also das ist überhaupt kein Vergleich. Die Säge ist natürlich um einiges besser. Ja, macht auch eine sehr feine Kante, feine Schnittfläche, also das ist egal, da gibt es jetzt keinen großartigen Vorteil und sägt halt doch um einiges schneller. Warum? Na, die ist einfach länger, schlicht und ergreifend. Also bei der Sägenlänge, da haben wir etwa 1,5 cm Unterschied, effiziente Sägefläche, das macht schon einen Unterschied. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied sogar. Also das macht das Sägen mit dem Ding erheblich komfortabler als mit der hier. Und ja, also das ist sicherlich, man kann auch damit sägen, das geht. Aber die ist schon deutlich angenehmer. Mach dann nochmal schnell die Foto drunter. So. Dann möchte ich mal spaßeshalber meinen kleinen Mini-Feuerstahl hier anreißen. Machen wir erstmal mit der hier. Also das geht ja ganz gut mit den Sägerücken. Der Sägerücken ist an beiden Messern, außer man nimmt die Ahle, das einzige Teil, was gut genug angeschliffen ist, um, außer mit der Klinge natürlich, so einen Feuerstiel anzureißen. Das Problem, was ich immer habe, wenn ich mit so einem Messer mit einem Feuerstiel arbeite und ich übe da viel Druck aus, dass mir dann irgendwann die hier gerne einklappt. Ne? Und je nachdem, wie man das hebt, ist das unangenehm. Deswegen habe ich schon versucht, im eingeklappten Zustand geht es halt gar nicht. Da kann man das auf jeden Fall nicht benutzen. Und es geht nur so im ausgeklappten Zustand mit so einem kleinen Feuerstiel. Und wenn ich jetzt nur so ein paar Pseudofunken machen möchte, ist das natürlich kein Problem. Also man sieht, es geht, funktioniert. Aber mit dem Großen und mit viel Schmackes, das kann schon mal Schwierigkeiten geben. Ich hatte da schon meine Probleme. Bei dem Ding, die Säge arretiert auch nicht. Die Säge ist aber gefühlt ein kleines bisschen schwergängiger als hier. Also in Sachen Zusammenklappen. Gefühlt ein bisschen, aber kaum ein Unterschied. Und auch sehr, sehr scharfer Rücken. Also das funktioniert auch ziemlich gut eigentlich. Der Rücken ist halt leicht gewölbt, weshalb man da weniger Fläche hat, die am Feuerstiel reibt, aber das spart immerhin Material. Ups. Na, ja, aber das geht auch gut. Also vielleicht ein kleines bisschen. Nee, das ist ungefähr gleich. Ungefähr gleich. Aber man hat jetzt hier noch den Vorteil, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass wenn man das Ding zuklappt, hat man hier so ein bisschen abstehende Kante und kann auch im geschlossenen Messer den Feuerstiel entsprechend bedienen und hat dann überhaupt kein Risiko, sich weh zu tun, dadurch, dass die Säge einklappt. Das ist also sicherlich ein tolles Zusatzfeature, was die Konkurrenz hier entsprechend nicht bieten kann. So, was bleibt uns noch zu testen, da wir keine Dose haben? Die Ahle! So, jetzt habe ich mir mal zurechtgeschnitzt, dieses Ding hier. Das wäre jetzt einfach ein Stückchen Holz, was ich mal durchbohren möchte. Und starte mal spaßeshalber, also zweimal durchbohren natürlich, mit der Ahle von jedem Messer hier. Und da tue ich mich auch immer so ein bisschen schwer. Wie hält man die am besten? Hält man die so? Hält man die so? Hält man die so? Ah, schwierig, so verletzungsrisiko technisch. Aber ja. Lässt sich halt dadurch, dass die in der Mitte angebracht ist, sehr gut drehen. Und
ist auch durch und die ist halt breit. Man kriegt also ein vergleichsweise großes Loch hin. Gut, das bricht jetzt aus, das ist ja egal. Schön sieht's aus. Jetzt ist das unten leider schon angebrochen. Ja, scheiße. Ich versuch's mal nebendran. Die ist ja sogar noch massiver, die Ahle von dem Ding. Also versuchen wir es mal hier im dickeren Holz, spaßeshalber. Vom Handling her, hier an der Spitze vom Messer, das finde ich persönlich angenehmer zum Arbeiten. Da habe ich einfach bessere Kontrolle über das Ding. Aber dadurch, dass jetzt hier diese Kante ist, ist das so ein bisschen das bohrt sich da nicht so gut rein. Also für Holz, das ist so ein bisschen schwierig, aber geht auch dadurch. Also, oh, die ist schon gut scharf. Also vor allen Dingen zum Stechen ist die, glaube ich, gut. Da kannst du nicht so richtig schön bohren, also Bohrbewegung machen ist schwierig. Stechen geht prima, also hätte ich ja fast schon so durchstechen können. Das funktioniert gut. Hinterlässt so ein interessantes L-förmiges Löchlein. Machen wir das spaßeshalber nebendran nochmal mit dem Ding, weil es da gleich dick ist. Machen wir noch wieder bohren. Also da gefällt mir das Switzer vielleicht ein bisschen besser. Einfach weil man hat es besser in der Hand mit der Ahle am Ende. Das ist hier einfach so ein bisschen wackelig. Weil man halt auch Angst hat, dass sich das zusammen einklappt. Gut, jetzt bin ich durch. Klar, funktioniert. Und man muss aber drehen. Man kann sich nicht so gut durchstechen. Also von der Stechwirkung her ist die sicherlich schon noch mal ein bisschen massiver. Die hat auch eine sehr aggressive Spitze irgendwie, finde ich. Das merkt man dann schon. Ja, ja. Also die sticht sich so richtig schön. Oh je. Seht ihr das? Da muss ich noch nicht mal großartig bohren anfangen. Einfach nur mit Druck. Aber viel weiter komme ich jetzt nicht, ohne da jetzt noch großartig rumzubohren. Aber an der Stelle war das Holz nochmal ein Ticken dicker. Muss man dazu sagen. So, und dann kann man ja spaßeshalber mit der Ahle hier auch schnitzen. Die ist hier wie eine Messerklinge sozusagen angeschliffen. So rum funktioniert schlecht. Also jetzt als Rechtshänder musste ich das eigentlich zu mir. Ja, das geht nicht so gut. Das geht nicht so gut. Also, ja, also als kleine Messerklinge Ersatz, diese in dem Messer drin ist, ist natürlich kein Vergleich. Da ist die kleine Messerklinge definitiv besser. Ne? Also, das ist überhaupt kein Vergleich. Versuchen wir es mal spaßeshalber mit dem Ding. Ja, das ist natürlich. Allein schon von der Stelle, wo es dran gebaut ist. Aber schneidet sogar ein bisschen. Gibt nach hinten hin halt auch ein bisschen nach. Sieht man hier. Aber ja, so rein von der Schneidleistung her ist das Ding fast schon ein bisschen schneidfreudiger. Ja, ist ein bisschen schneidfreudiger. Nicht, dass das jetzt nur so ein wahnsinnig tolles Feature wäre. Man hat erfahrungsgemäß, wenn man viel Löcher bohrt mit den Ahlen, auch mal in Metall oder ähnliches, dann hat man die ohnehin relativ schnell schartig. Die funktioniert dann ja trotzdem noch, aber das geht recht flott. Ja, so, dann haben wir hier halt eben noch das Zusatzfeature Zahnstocher. Ich denke, das langt. Also, klingentechnisch, die ist natürlich kürzer, aber sonst sehr gut. Die ist etwas länger und genauso gut ungefähr. Beide arretieren. Die hier fällt ein bisschen ab, weil sie halt nicht arretiert, aus Arbeitssicherheitsgründen. Dosenöffner, ja gut, das dürfte ziemlich identisch sein. Die Ahle ist tendenziell für Holz vielleicht sogar ein bisschen besser geeignet und hat natürlich noch den Vorteil, dass sie ein Löchlein hat, wo man noch einen Faden durchmachen könnte. Ansonsten haben wir hier halt den Korkenzieher und hier den Kreuzschlitz und hier wieder den Korkenzieher und am meisten Funktionen hat sicherlich dieses Ding.
Ich möchte mich nicht festlegen. Die Säge hier ist natürlich noch besser. Eine gute Säge, das ist natürlich noch mal ein Pluspunkt. Also ich möchte mich echt nicht festlegen. Ich halte aber als Outdoor-Messer plus gleichzeitig noch eher in der Stadt mitnehmen Messer dieses Ding als einen prima Hybriden aus den zwei. Mit Bonus-Feature, dass halt eben man auch noch einen Firesteel damit besser anreißen kann, weil man das Ding geschlossen lassen kann, um den Firesteel zu bedienen. Also, es ist schwierig, müsst ihr selber wissen, wenn ihr irgendeins dieser Messer interessant findet. Kostenpunkt, ich hatte es mal nachgeguckt, ich habe es leider wieder vergessen. Ich schreibe es mal spaßeshalber einfach hin. Und ja, also alles schön. Alle schön. Darauf können wir uns auf jeden Fall schon mal einigen, dass alle schön sind und jede Menge Schweizer Kreuzchen zu sehen. Macht es gut!